Hallo meine lieben Rollenspielfreunde da draußen und herzlich willkommen wieder zurück bei Pathfinder Kingmaker. Ja, ja, come on, wir reisen jetzt hier auch weiter. Wir sind wieder frisch, fromm, fröhlich und mit dabei und hauen jetzt hoffentlich ein paar Trolle zu Brei. Das wäre zumindest mein Anliegen so ein bisschen. Onwards. Oh, was ist das? Kann ich da machen eine Beweglichkeit-Check, ohne dabei... 17, das müsste machbar sein. Ich wette, das ist ein Gegner. Ah, nee, das sind keine Gegner. Oh, ich liebe es, wenn so etwas klappt. Applaus, please. Applaus, please. Weil sie es, glaube ich, geknackt hat, ne? So. Auch schön. Und was ist das hier? In der Mitte einer grasbewachsenen Lichtung glimmt noch immer Glut eines Lagerfeuers. Nicht weit davon entfernt entdeckst du einen noch heißen Kochtopf und einige Zinnkrüge. Unter einem Baum wurden drei Bettrollen ausgebreitet, aber es scheint niemand im Lager zu sein. Nicht einmal die Geräusche wilder Tiere sind zu hören. Die mysteriöse Szenerie ist seltsam beunruhigend. Magieorten erstmal. Dieses Schimmern ist garantiert irgendwie ein magischer Effekt. Der Aura nachzuurteilen, könnte jemand versucht haben, die Grenze zwischen den Welten zu überschreiten. Amiri reibt sich die Augen und starrt in den Wald. Irgendetwas stimmt hier nicht. Hier ist Hexerei am Werk, ganz sicher. Sie umfasst den Griff ihres Schwertes fester und zieht sich aufmerksam um. In ihrem entschlossenen Gesichtsausdruck ist unschwer zu erkennen, dass sie Wache hält. Ich erstmal sich sorgfältig umsehen. Nachdem du dich eine Weile umgesehen hast, erkennst du, was hier nicht stimmt. Die Glut des Lagerfeuers ist etwas zu hell. Das Gras und die Bäume sind eine Spur zu grün und die Luft selbst ist ein Hauch zu frisch. Die ganze Szenerie wirkt wie das Druckbild eines gerade vollendeten Gemäldes. Wissen Arcanum, das ist dann Lindsay, die das macht, Wissen Arcana, mal sehen, ob wir den Ursprung dieser Störung aufspüren können. Erfolgreich, yes! Die Barriere zwischen den beiden Realitäten scheint zu dünn geworden zu sein. An Orten wie diesen können Personen und Gegenstände rein zufällig von einer Welt in die andere gezogen werden. Manchmal tauchen sie weit entfernt von ihrem Ausgangspunkt wieder auf. Mitunter verschwinden sie aber auch gänzlich. Ja, wir sollten weg hier. Amiri reibt sich die Augen. Ja, ja, hier stimmt irgendwas nicht. Das haben wir schon mitbekommen. Ich würde mal sagen, im Topf nachsehen. Der Topf enthält die Reste eines herzhaften Eintopfes. Die herumstehenden Krüge scheinen mit Kräutertee gefüllt zu sein. Außerdem entdeckst du einen Stapel schmutziger Teller. Offenbar hatten die Leute, die hier ihr Lager aufgeschlagen hatten, gerade gegessen und wollten sich schlafen legen. Nach Spuren der Jäger suchen? Es gibt keinerlei Spuren eines Kampfes. Es sieht auch nicht so aus, als wären die Jäger entführt oder vertrieben worden. Wahrnehmung erfolgreich, was? Habe ich ja nie würfeln wollen. Plötzlich hörst du aus der östlichen Richtung Schreie. Okay. Ich durchwühle ihre Habseligkeiten trotzdem. die üblichen Habseligkeiten von Jägern. Ein Feuersteinkleidung, Kiste Salz. Seltsamerweise steht hier nur ein Rucksack, obwohl du drei Bettrollen und drei Krüge siehst. Das Lager verlassen oder hier für eine Nacht verbringen? Es verlassen. Der Mangel an offensichtlichen Gefahren macht den verlassenen Lagerplatz noch verdächtiger. Du beschließt, ihn zu verlassen, bevor euch dasselbe Schicksal ereilt wie die Jäger. Ich bin überlegen, ob ich das jetzt hier nicht mal speichern soll. So. Und vielleicht... Ja, Schreie war das... Schreie? Woher waren die Schreie? Ich muss gerade mal gucken. Aus östlicher Richtung, also von da. We do it my way. Was ist das? Wölfe. Da ist irgendwas. Ja, erstmal müssen wir die Wölfe wegmachen, logischerweise. So, das war's mit den Wölfen. Häuten und mitnehmen. Was? Krähe und Linnel. Alles klar. Was ist das? Unter dem Felsbrocken ragen zwei Beine heraus. Oder wurde jemand verschüttet? Hi. Krähe, du hörst irgendwo über dir eine Stimme. Ihr da, helft uns! Auf dem mächtigen Felsen steht ein einfach gekleideter Mann und winkt. Wir sind Jäger! Wir hatten im Wald unser Lager aufgeschlagen und dann waren wir plötzlich hier oben. Irgendein verrückter Zauber nehme ich an. Im Namen der Götter, helft uns! Wie seid ihr darauf gekommen?
Keine Ahnung, wir hatten uns gerade schlafen gelegt, als wir in einem tiefen Traum fielen. Einen verdammt realistischen Traum. Wir waren alle in einem Fluss und die Strömung riss uns mit sich. Die Bäume am Ufer waren viel zu hoch. Sie reichten bis in den Himmel und die Wolken darüber waren wie Berge. Schließlich stürzten wir in einen Wasserfall hinunter und dann waren wir plötzlich auf diesem Felsen. Klatschnass, wie getaufte Ratten. An mehr erinnere ich mich nicht. Ich habe so etwas noch nie gesehen und ich hoffe, es bleibt bei diesem einen Mal. Wie viele seid ihr denn? Ist jemand verwundet? Wir sind nur zu zweit. Mir geht es gut. Erastil sei es gedankt. Aber Linell hat bei der Landung ziemlich was abgekriegt. Sie hat einige gebrochene Rippen und kann kaum atmen. Was Duldin angeht, ich denke, er ist tot. Ich sehe nur seine Füße aus dem Stein ragen. Außerdem liegt hier noch oben noch ein toter Zwerg. Ist wohl auf demselben Weg wie wir hier hochgekommen. Könnte das dieser eine Zwerg sein, den diese Banditen gesucht haben? Okay, jetzt können wir hier entsprechende Entscheidungen treffen. Entweder neutral gut, dem Jäger ein Seil zu werfen. Wartet, ich helfe euch hier runter. Rechtschaffen gut, Beweglichkeit 7, den Jäger mit einem ausgebreiteten Umhang auffangen. Wir versuchen euch aufzufangen. Chaotisch gut, Beweglichkeit 19, Geschicklichkeit. Der Jäger mit einem ausgebreiteten Mantel auffangen. Neutral böse. Wie viel ist euch die Hilfe wert? Oder die verlassen? Hahaha, nee. Was ist euch die Hilfe wert? Genau. Neutral böse ist für uns dann eigentlich das Beste. Ich habe diese lustige Ding bei einer Leiche da oben gefunden. Sieht wertvoll aus. Wenn ihr uns rettet, gehört es euch. Ich wette, das ist wieder so ein Schlüssel. Natürlich können wir euch runterhelfen, wenn ihr im Voraus bezahlt. Ja, das machen wir. Der Jäger wühlt in seinen Taschen und bringt einen seltsamen Gegenstand zum Vorschein. Ein vergoldetes Zahnrad aus Metall. Er hält es hoch, damit du es betrachten kannst und wirft es dir schließlich zu. Hier, jetzt holt uns hier runter, um Himmels Willen. Jawohl, wir haben alle. Jetzt könnten wir sie weg zurücklassen oder... Nee. Das machen wir jetzt. Wir helfen denen. Also gut, ne, wir machen jetzt recht. Wir machen neutral gut. Da habt ihr ein Seil. So, verlorene Gegenstände Seil. Was, ich hatte ein Seil? Du wirfst ein Seil nach oben. Der Jäger befestigt es an einem Felsen und seilt seine verletzte Freundin ab, ehe er selbst nach unten klettert. Danke, dass ihr mir das Leben gerettet habt. Da ihr im Voraus bezahlt wurde, dürften wir damit quitt sein. Ja, sind wir. Der Jäger zieht einen kleinen Beutel aus der Tasche. Hier, nehmt das, wie versprochen. Ich würde euch ja mehr geben, aber das ist alles, was ich habe. Ist das jetzt ein Bug? Ich weiß es nicht. Warum bekommen wir nochmal was? Wir bekamen nicht wirklich nochmal was. Aber ich glaube, wir haben jetzt alle drei Zahnräder, kann das sein? Das ist ein goldenes Zahnrad. Wo sind die anderen Zahnräder? Da ist das schwarze Zahnrad. Zahnradring. Und dann hatten wir doch noch so ein silbernes, dachte ich. Muss es gerade finden. Da, weißes Zahnradring. Genau, wir haben alle. Perfekt. Das heißt, wir können den Schatz holen. Yes! Und müssen uns nicht mehr mit diesen Trollen rumschlagen. Naja, wahrscheinlich müssen wir es doch noch machen. Das hat sich gelohnt, sich hier umzuschauen. Oh Gott, was ist das? Ach, da liegt jetzt Schweini. Kann ich Schweini irgendwie heilen? Schweini liegt hier einfach immer noch rum. Schweini? Schweini ist und bleibt tot. Ach, wie geil. Lederrüstung. Scharfe Kralle, Kohle, ein bisschen Geld. Was will ich denn mit dieser Lederrüstung? Nochmal speichern. Ich habe ein bisschen Sorge wegen diesen Trollen, die da jetzt direkt vor uns sind, ne? Hinter dieser Kuppe sind die, da habe ich es doch gesagt. Lasst es uns herausfinden, ob wir die schaffen können. What you want? Right here, my friend. Was lost in thought. Do not falter. Nee, wir werden auch nicht faltern, keine Sorge. The end draws near. Du machst jetzt hier mal den Segen an. Du machst jetzt mal Schild des Glaubens an. Du machst hier Schild des Glaubens an. And Lindsay was called for. Machst das hier. To the dust go. Das wird jetzt schon hässlich genug. So, Personenvergrößer noch an.
Tristan, du sollst hier nicht sein. Heilen. Fuck my life. Der eine Troll hat Schaden, aber nicht genug. Alle auf diesen Troll, bitte. Du könntest das hier noch machen. Oh, der da hinten ist ein Problem. Nimm sie, schieß auf den da. Hat er jetzt das gemacht? Er hat immer noch nicht Personenvergrößerung gemacht. Nee, oder nicht? Lost. Ja, wir sind natürlich wieder gestunt. Das ist der Donnerruf. Der stunt uns und deswegen haben wir keine Chance, Leute. Der Goblin, oder nee, der Kobold, der muss als allererstes weg. Ach, jetzt ist Schweindl wieder da. Lol. Okay, wenn Schweindl wieder... Manchmal weiß ich nie, warum Schweindl weg ist und manchmal ist es wieder da. Also gut, wir gehen als allererstes auf diesen scheiß Kobold. Der muss als erstes sterben. Da. Der muss weg. Du machst jetzt hier den Segen. Du machst hier das da an. Du machst das da an. Du machst Magierrüstung an. Na geil. Was ist denn das? Wir hatten das gemacht. Troll greift, Troll verursacht Wildschwein, Ogre, Otto, Kobold. Hä? Kobold, Untergangsprophet, verursacht 2 Schaden. Ja, das ist definitiv dieser Zauber. Oh, fuck, lauf doch. Do not falter. Auf dieses scheiß Vieh da hinten hin. Das ist der blanke Wahnsinn, wisst ihr das? Nee, es ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Wenn der gleich als Initialangriff uns ist, dann von der Seite aus können wir das gar nicht machen. Von der anderen Seite sieht man den eventuell vielleicht sogar schon direkt. Und kann ihn mit einem Alpha-Schlag gleich mal wegholzen, aber nicht hier. Nicht hier. Das ist jedes Mal anders. Jetzt pisst's hier. Wahnsinn. Komm schon, Mädel, hoch mit dir. Hallo. Applaus, please. We did it. I won't be halted. Ja, okay, wir haben bemerkt, es ist ein Baumschirm, auf dem man hinauf und hinunterklettern kann. Und das haben wir jetzt auch gerade getan. Jetzt sind wir verlangsamt wegen diesem Regen. Boah, wie bitter. Das könnte es eine Weile dauern, dank des Regens. Das haben wir zurückgelassen, absichtlich. Da haben wir auch absichtlich Sachen zurückgelassen. Wir holen uns jetzt den Schatz. Die Trolle schaffen wir halt leider nicht. Ich würde sie am liebsten ausschalten, aber wir schaffen sie nicht. Manchmal muss man sich halt einfach dann quasi chirurgisch um die Probleme, die man nicht schafft, herumarbeiten, ne? Boah. Also ich hoffe mal, das ist wirklich die, Also wir haben immer noch Segen aktiv. We do it my way. Warte mal, man konnte doch da irgendwo hochklettern, dachte ich. Ja, hier, alte Treppe. Komm schon, lauf, lauf, lauf. Lauf. Ich werde da jetzt nicht ewig außen rumlaufen, dann riskiere ich lieber auf die Fresse zu fliegen. Geil. Geil. Boah, 3 Versuche, ey. Yes, I'm still here. Onwards! Wahnsinn. I'm listening. Gibt also jedes Mal 6 Punkte. Besser als nix.
Oh, ich hoffe, dass dieser Schatz es wert ist, ne? Es kommt am Ende wahrscheinlich dann irgendwie so ein Scheiß raus. Das traue ich dem Spiel echt zu. Würde mich nicht wundern. Halt, warum habe ich Pause gedrückt? So. Es ist mega nervig, dass man so langsam ist, nur weil es regnet. So, lauf mal hin, Amiri. Im Gegensatz zu dem von der Zeit gezeichneten... Ja, fortfahren. Die Zahnräder in den Mechanismus einlegen. Du hast alle drei Zahnräder bei dir, aber nicht sicher, wie sie in den Mechanismus eingelegt werden müssen. Vielleicht enthalten die Arkanzeichen in einem inneren ja einen Hinweis. Was ist das Problem? Harim nimmt dir murmelt die Zahnräder ab und legt sie in den Mechanismus ein. Das dann muss hier hin, das andere hier. Ist das nicht offensichtlich? Du drehst die Zahnräder und hörst in der Statue ein leises Rumpeln und dann ein lautes Klicken. Die Platte öffnet sich und gibt die darin enthaltenen Schätze frei. Yes! Wo? 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 Wo sind diese Scheißschätze? Hallo? Willst du mich verarschen? Da! Ach, jetzt sehen wir sie! Eine Ritterrüstung, fast 1000, ein Gürtel und eine Rezept-Zwiebelsuppe. Die mächtige zwergische Zwiebelsuppe. Was ist das denn hier? Gürtel des perfekten Körpers, +2. Gibt einen Verbesserungsbonus von +2 auf die Stärke, Geschicklichkeit und Konstitution. Das ist ein Verbesserungsbonus, der nicht mit anderen Verbesserungsboni addiert werden kann. Alles. Holy crap. Und das ist was für eine Ritterrüstung? Wo ist sie denn? Da oben, oder? Eine Ritterrüstung +1. Und die Zwiebelsuppe natürlich noch, die wir sofort kopieren. Ansonsten haben wir, glaube ich, nicht so... Boah, der... Das ist eine mega geile Rüstung. Könnte man ihr geben. Sie hat ja momentan bloß Riesenstärke. Oh, und Tristan hat ein Level-Up. So, zack. Ja, das hat bei ihr reingezimmert. Jetzt haben wir halt noch Stärke. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, geben wir ihm diesen Stärke-Gürtel. Zack. Hat er dann Stärke-Bonus von +3, statt ursprünglich nur noch +2. Gefällt mir Ritterrüstung. Kann er das anziehen? Er hat schon einen Plattenpanzer +2, aber die Ritterrüstung hat einen geringeren Malus. Oder kann sie diese Ritterrüstung anziehen? Kann sie nicht. Also gut, bekommt er diese Ritterrüstung. Zack. Kann sie diesen Plattenpanzer tragen? Nein. Brustplatte +2. So, ganz wichtig. Er hat ein Level Up. Vielleicht wird er jetzt nützlich. Er ist immer noch ein Kleriker. Bekommt hier offensichtlich einfach nur ein Talent. Ich hoffe, ich kann ihm irgendwas geben, was ihm mehr Rüstung gibt. Weiter. Er ist gut in Religion. Er ist gut in Überzeugen. Er sollte auch gut sein in Sachen Wissen Welt. Wie ich persönlich finde, da will ich ihn ein bisschen hinbewegen. Hat es echt endlich 38 Lebenspunkte. Weiter. Also gut, ich könnte jetzt einen Waffenfokus oder einen Zauberfokus geben. Jetzt gucke ich mal, ob hier irgendwo was mit Rüstung ist. Außer Arkanes Rüstungstraining. Ich meine, er kann noch gar keine Rüstung tragen. Metamagie, Rücken an Rücken. Täuscher Umgang mit Kriegswaffen. Umgang mit einfachen Waffen. Sieht nicht so aus. Waffenfinesse ist alles nicht das, was man ihm geben sollte. Wachsamkeit, verstohlen, verbündet. Nee, warte mal. Umgang mit einfachen Waffen. Das wäre Schleuder, leichte Armbrust. Ja, dann könnte er endlich hinten stehen, der blöde Jan. Umgang mit Kriegswaffen. Was ist da mit dabei? Scrollen wir mal. Langbogen könnte man ihm dann geben. Boah, wäre das schön. Also entweder Umgang mit Kriegswaffen oder Umgang mit einfachen Waffen. Ich denke, Umgang mit einfachen Waffen reicht ihm. Ja, definitiv. Wobei ein Bogen wäre nicht schlecht. Komm, wir machen jetzt einen Bogenschützen. Umgang mit Kriegswaffen.
weiter. So, das ist ein Wunderwerk, der jetzt Bogen schießen kann. Something bothering you? Ja, mich bothert, dass du immer noch keine Waffen hast. Kompositbogen lang. Kompositbogen lang. Kompositbogen kurz, kurz. Ich gebe mir jetzt auf jeden Fall erstmal jetzt hier diesen Bogen. Das zweite war für das hier. Er kann jetzt tatsächlich sogar ein Beil plus 1 führen. Komm, dann geben wir lieber dieses Beil plus 1 statt diesen blöden Krummsäbel. Was? Vielleicht finde ich ja sogar noch einen magischen Bogen, aber ich glaube es nicht. Oder irgendwas mit Meisterarbeit. Kurzbogen, 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 Kurzbogen. 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 Jetzt halt ein Kompositbogen, ist ja schon mal nicht schlecht. Negative irgendwas. Ach komm, setzen wir es ihm auf. Das hier ist die Armschiene des Bogenschützen. Bekommt ihr plus 1 auf die Angriffswürfe mit dem Bogen. Genau deswegen wollte ich das ja machen. Was ist das denn? Ach so, Armschienen des Ritters. Die ziemlich kaputt nix sind. Armschiene Meisterarbeit. Dann kommt das ja noch da hoch. Mhm. Mir ist es so wichtig, dass er jetzt nicht mehr in den Nahkampf rennt, wisst ihr? Das ist mir so wichtig gewesen. Und es macht immerhin 1W8 Schaden beim Fernkampf. Seine Geschicklichkeit hat immerhin auch einen Bonus von plus 1. Es ist Quatsch, dass der mit dem Säbel rumrennt, wisst ihr? Das war jetzt nur ein Level up und es hat schon sehr viel gebracht. Jo, bin zufrieden. Hat jetzt mehr Anwendungen? Ich weiß es nicht. Aber das speichern wir jetzt auf jeden Fall. We do it my way. Die Frage ist, wo wir jetzt hingehen. Wollen wir das Gebiet verlassen? Was ist denn das? Hoher Fels. Keine Ahnung, warum mir das hier immer noch so komisch angezeigt wird. Ich weiß nicht, ob wir jetzt dazu in der Lage sein werden, die hier zu besiegen. Oder ob wir dazu in der Lage sein werden, diese Ogre, diese Trolle da oben zu besiegen. Ist mir jetzt aber auch egal, wir verlassen das Gebiet. Wir können später nochmal hierher kommen. Wir haben es ja noch nicht abgeschlossen. Dauert jetzt halt eine Weile, hier da rumzulaufen. Aber wir haben es geschafft. Er ist nicht mehr im Nahkampf. Und das war mir so wichtig, dass man nicht die ganze Zeit immer nur auf ihn aufpassen muss. So richtig halt Flöhe hüten, ne? Was halt bis jetzt immer angesagt war. Ach, jetzt ist das Wetter wieder besser. Ja, unter diesen Umständen können wir ja nochmal was versuchen. Jetzt sind wir ja nicht mehr völlig verlangsamt. Wir sind eh am Ende der Folge, Leute. Es sind noch so ungefähr 8 Minuten. Lasst uns dann doch nochmal versuchen, diesen blöden Kobold mit diesen Trollen auseinanderzunehmen. Und jetzt, wo Tristan nicht mehr ganz an der Front die ganze Zeit steht, könnte das sogar von Erfolg gekrönt sein. I'm listening. So, sobald er da steht, gibt es nochmal eine Heilung für alle. Zack. Sau, hey, war da 13 mit dabei? Ich weiß nicht, warum da jetzt gerade eine 13 mit dabei war, aber mir gefällt's. Hm. Wenn ich kann, werde ich diese Trolle da zum Schlafen bewegen erstmal. Würde schon reichen, wenn schon mal einer schläft, ne? Vielleicht werden die ja davon betroffen. Und? No, hat nicht geklappt. Gut, dieser kleine Untergangsprophet hier, der muss weg. Eindeutig muss der weg. Hallo? Repent! Du sollst das ja machen. Du stürzt dich auf den, du stürzt dich auf den und du machst den ja weg. Und Schweinerl, du gehst auch auf den. Du kannst eigentlich sogar direkt einen Ansturm machen. Ansturm auf den, Amiri. Ansturm auf den. Und du Ansturm auf, ja, auf den. Und schon ist es passiert. Es ist doch nicht wahr, ey. Es ist doch nicht wahr. Komm, wir heilen sofort die ganze Bande hier. Won't kill me.
Ist schon irgendwas tot? Nee, wahrscheinlich nicht. Der ist schon mal fast down hier. Komm, der muss weg. Das ist so wichtig, dass der drauf geht. Heilen. Kannst du noch mal heilen? Das darf nicht wahr sein. Sie ist schon wieder tot. Boah, die sterben einfach so unfassbar schnell. Es ist einfach nicht normal. Es ist einfach nicht normal. Ich will es halt einfach nicht aufgeben, dass es nicht klappt, ne? Ich denke, das kann man mir nicht mal vorwerfen. So. Alles da drauf. Du schießt auf ihn. Du machst das da. Ihr greift jetzt einfach alle diesen blöden, fetten, riesigen Trollern. Irgendwas. Donnerrufreflexrettung. Kobold. Ja, das ist der Kobold. Das ist der Kobold, ne? Hier noch irgendwas machen. Magierrüstung nehmen. Das nehmen. Das nehmen. Lindsay sollte auf diesen hier was machen. Ich mache auf den da noch was. Hat immer noch nichts getrunken, ne? Heil mal. Weiter vor, um noch heilen zu können. Okay, der Kobold ist jetzt down. Gut. Der Troll ist schon fast tot. Das heißt, wir schmettern jetzt auf den da ein. Allem, was geht. Du heilst nochmal. Schweinsel ist wieder da. Geil, ein Troll ist tot. Das ist schon mal ein guter Anfang. Du heilst dich auch jetzt mal selbst. Nochmal eine Heilung. Der ist fast schon down. Sehr gut, komm. Mach ihn weg. Lost. Fuck my life. Der nächste Troll ist tot. Komm, nochmal eine Heilung. Das muss gehen. Du prügelst jetzt eine Heilung direkt auf ihn drauf. Du stehst etwas daneben. Lost. Fällt einfach wieder oben, der Typ. Komm, jetzt mach nochmal hier ihn weg hier. Mach du jetzt endlich deine scheiß Heilung. Trink nochmal was, Harim. Letzte Heilung von jedem. Boah, wir schaffen's, ich fass es nicht. Boah, speichern. Ihr habt die Trolle getötet. Ich fass es einfach nicht. Splitterus, Zusatz zum Kochen. Armbrust, Meisterarbeit. Okay. Es ist das erste Mal, dass wir es geschafft haben, drei Trolle zu töten. Unglaublich. Was ist denn da los? Ah, da ist noch ein Versteck. Mit wieder so einer komischen Splitter eines Zwergenhelms. Boah, Leute. Okay, also ich halte es jetzt dann doch hier irgendwie für möglich, dass wir hier quasi das hier vielleicht sogar abschließen können, dieses Gebiet. Es hat den Anschein. Es gibt nur noch zwei Sachen, die wir bekämpfen müssen. Und dann sind wir hier raus. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Aber dafür müssen wir jetzt hier nochmal rasten, denn wir haben keine Heilung mehr. So.
Und wir lagern. Und an dieser Stelle sage ich einfach vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Halt, eine Sache mache ich noch. Sie verkackt immer das Kochen. Gibt es irgendjemanden, der besser kochen kann? Plus 2. Plus 2. Plus 2. Plus 5. Lindsay plus 11. Plus 11. Das ist nicht besser. Lagertarnung. Minus. Willst du mich verarschen? Plus 17. Das ist mir ehrlich gesagt lieber. Na, sie wäre halt mit plus 2 noch dabei. Er mit plus 2. Er mit plus 2. Passt schon so. Haggis. Wie schwer ist Haggis zu machen? Da muss irgendwo dran stehen, was der Würfelwurf ist. Plus 13. Ah, Kochen SG 18. 18. 18? Ich weiß nicht. Wir machen mal diese Zwiebelsuppe. Vielleicht taugt die was. Ich komme da gerade nicht ganz dahinter, was der Schwierigkeitswurf ist. Aha. Ein mächtiger Bär. Der hat gerade schon ordentlich gefressen. Boah, sehr gut, dass sie ausweicht. Das gefällt mir sehr gut. So, dürfen wir jetzt endlich schlafen. Die Folge endet, sobald wir endlich schlafen dürfen. Ist ja nicht nur mehr normal, ey. So, Ruhepause beginnen. Amiri, have you ever tried to count how many enemies you've killed? A lot. There aren't even such high numbers. If someone wanted to count that high, they'd have to start making up new numbers a long time ago. Alles über 10 ist unendlich bei ihr. Also, meine Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit, tschüssi und ade.